Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist eine der häufigsten Viruserkrankungen im Kleinkindalter. Sie tritt bevorzugt im Sommer und im Herbst auf und oft kommt es zu kleinen Epidemien in Kindertagesstätten oder in Grundschulen. Eine Impfung dagegen gibt es nicht. Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit wird durch Husten und Niesen übertragen, das nennt man dann Tröpfcheninfektion, kann aber auch durch Berührung übertragen werden im Sinne einer Schmierinfektion. Nach Ansteckung dauert es ungefähr 3 bis 6 Tage, bis es zu dem typischen Ausschlag kommt. Der sieht aus wie kleine rote Pünktchen um den Mund herum und insbesondere an der Mundschleimhaut kann es auch zu sogenannten Aften kommen. Das sind weißlich-gelbliche kleine Wunden, die extrem schmerzhaft sind. Die kleinen roten Pünktchen treten nicht nur um den Mund herum auf, sondern auch an Händen und an Füßen und können aber auch teilweise am Po gefunden werden oder an den Genitalien. Nach ungefähr 8 bis 12 Tagen ist das Ganze überstanden. Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit wird durch verschiedene Viren ausgelöst. Das bedeutet, dass Ihr Kind auch öfters erkranken kann. Gegen die Schmerzen können Fieberzäpfchen gegeben werden und in der Apotheke bekommen Sie auch spezielle Gels für die Mundschleimhaut, um die Schmerzen im Mund ein bisschen erträglicher zu machen. Das Wichtigste in dieser Phase ist, dass Ihr Kind weiter trinkt. Auf Essen kommt es für 1, 2, 3 Tage erstmal nicht so sehr drauf an, aber das Wichtigste ist, dass Ihr Kind weiter Flüssigkeit zu sich nimmt. Und das schaffen Sie, indem Sie die Getränke schön kühl halten und am besten ohne Fruchtsäure Getränke anbieten, denn Fruchtsäure brennt in den Verletzungen in der Mundschleimhaut. Wenn Ihr Kind nicht mehr trinken möchte oder es ihm immer schlechter geht, sollten Sie auf jeden Fall zum Kinderarzt gehen. Und man müsste überlegen, ob eine stationäre Behandlung notwendig ist. Und wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema Kleinkind habt, dann schaut euch gerne unsere anderen Videos an und abonniert kostenlos unseren Kanal.